Starten mit der ersten Runde. Celine, du fängst an zu fragen. Ich hab mich zusammengerissen. Du musst. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Hömer, und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute spielen wir ein Spiel, und zwar, wer bin ich? Ich habe mir keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir heute extra einen Gast eingeladen, der was eine halbe Stunde mit dem Zug extra hergefahren ist an diesem Sonntag, damit wir das Video dreht. Und jetzt bitte ich um einen Applaus für meine Schwester. Mit der ersten Runde. Celine, du fangst an zu fragen. Bin ich ein Gegenstand? Nein. Du? Bin ich ein Gegenstand? Ja. Habe ich es zu Hause? Ja. Okay. Habe ich es zu Hause? Ja. Liebe ich es sehr? Ich gehe davon aus. Okay. Befindet es sich im Wohnzimmer? Ja. Ist es mein Hund? Scheiße, ich hätte jetzt auch gewusst, was es ist. Wir starten mit Runde 2. Ich liege hinten, deswegen beginne ich. Es steht 1:0 für Celine und ich fange an mit der Frage. Bin ich ein Gegenstand? Nein. Bin ich einer? Ja. Bin ich ein Lebewesen? Nein. Bin ich etwas zu essen? Ja. Bin ich eine Lampe? Nein. Gut, das heißt, ich bin etwas zu essen. War dieses Essen vielleicht letzte Woche in meinem Video zum Kochen mit mir? Übrigens oben in der Infocard abchecken. Würde mich freuen. Nein, war nicht. Bin ich eine Gießkanne? Nein. Gut, wenn es nichts aus meinem Video war, ist es dann vielleicht mein Lieblingsessen Schnitzel? Nein. Verwende ich diesen Gegenstand sehr oft? Ja. Okay. Bin ich ein Obst oder ein Gemüse? Gar nichts von beiden. Bin ich ein Handy? Nein. Gut, dann bin ich wahrscheinlich Fleisch. Nein. Bin ich Erdpurz? Nein. Gut, also, ich bin kein Fleisch, kein Fisch, kein Obst, kein Gemüse. Aber ich bin auf jeden Fall was zum Essen. Dann kann es eigentlich nur mehr eine Kategorie geben. Und das ist einer meiner Lieblingssachen, nämlich Nachspeisen und Naschsachen. So ähnlich. Bin ich eine Schokolade? Nein. Bin ich ein Laptop? Nein. Gut. Ist es einer meiner Lieblingsnachspeisen? Ja. Bin ich ein Nutella? Ja. Ja! Und so, Freunde, gewinnt man Runde 2. Wir starten mit Runde 3. Neuer Spielstand. Hör mal 1, Celine 1 und let's go, Celine. Du darfst anfangen. Bin ich ein Gegenstand? In der zweiten Runde. Mehr oder weniger, ja. Okay. Bin ich ein Gegenstand? Nein. Ist es mein Lieblingsgegenstand? Nein, auf keinen Fall. Bin ich ein Tier? Ja. Okay. Hat das etwas mit Schule zu tun? Ja. Okay. Ich glaube, ich auch schon. Gut, ich bin ein Tier.
kann man es als Haustier verwenden oder nicht? Oder kann man es zu Hause halten? Ja. Okay. Bin ich Mathematik. Scheiße. Ich war wieder leider der Verlierer. Es steht 2-1 für Celine gegen Hörmauf. Und jetzt geht es in die alles entscheidende letzte Runde. Wenn Celine gewinnt, dann stehe ich als fixer Verlierer fest. Sollte ich gewinnen, geht es in ein Stechen. So, jetzt geht's los. Da ich der Verlierer war, darf ich als erster beginnen. Und ich frage, bin ich ein Gegenstand? Nein. Bin ich ein Gegenstand? Ja. Bin ich etwas zu essen? Ja. Bin ich eine Bank? Nein. Bin ich etwas... Bin ich ein Obst? Nein. Liege ich gerne drauf? Nein. Okay. Bin ich ein Gemüse? Nein. Bin ich so eine Hängeschaukel? Nein. Bin ich ein Nachtisch? Nein, nicht wirklich. Bin ich eine Therme? Nein. Bin ich ein Basisprodukt? Na, gar nicht. Das heißt zum Beispiel sowas wie eine Currypaste oder so? Na. Okay. Bin ich vielleicht eine Lampe? Nein. Gehört es zur Kategorie der Steinfrüchte? Nein. Bin ich vielleicht chillig gerne? Bin ich so ein Gegenstand? Nein. Bin ich etwas, was letztes Mal im Video vorgekommen ist? Nein, nicht wirklich. Kann das sein, dass ich Relax bin? Nein, das ist kein Gegenstand, Celine. Scheiße. So. Jetzt hoffe ich, dass ich es schaffe. Bin ich eine Nudel? Na, bist du auf keinen Fall. Bin ich ein... Hä? Ohrläppchen? Nein. Bin ich ein Teigprodukt? Na. Bin ich eine... Ein Ohrring? Nein! Ein Ring? Bin ich ein Gewürz? Nein. Bin ich ein Ring? Nein. Bin ich Salz? Nein. Bin ich eine Rolex? Nein! Ja, leider bin ich heute der schlechte Verlierer. Die Celine hat sich bereits etwas ausgedacht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist Essig. Und den muss ich trinken. Und seine Strafe ist, er muss das mischen mit Wasser und dann ein Viertel vom Glas trinken. Und mich in seiner Instagram, am YouTube-Kanal und in seiner Snapchat-Story meinen Insta-Namen reinschreiben. Ja, das ist seine Strafe. Nie wieder spiele ich gegen dich. So, ich werde dir das jetzt mal mischen hier. Nie wieder spiele ich gegen dich. Bitte schön. Viel Spaß dabei. Freunde, es war mir eine Ehre. Boah.
So, Freunde, nach der kurzen, geschmackigen Erholung vom Essig und von einem Schluck Wasser möchte ich mich auch schon wieder bei euch verabschieden. Lasst bitte ein Like da, abonniert meinen Kanal, damit wir bald die 100 werden, die 100 Abonnenten. Und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Abonniert mich auch auf Instagram, da heiße ich Hömer99 und die Celine. Cell6875. Und nächste Woche am Montag werde ich eine Fragerunde auf Instagram machen. Da könnt ihr mir Fragen schreiben in meine Story. Und die werde ich dann für euch am Sonntag um 18 Uhr beantworten. Ich bin raus. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Hömerls drittes Video ist leider schmerzhaft mit einer Niederlage zu Ende. Oh mein Gott, okay. Wir starten mit der ersten Runde. Celine, du fängst an mit dem Start. Ja, nein. Was jetzt? Was? Wir starten mit der ersten. Kannst du dich jetzt einmal zusammen? Ja, Celine, ich hoffe, du weißt die Spiel. Celine, schau. Du musst machen. Aber das gibst du nicht rein, weil du nicht. Okay, wir starten jetzt. Ja, nein, die spüre ich gern. Okay. Okay. Es geht schon los, oder was? Celine? Ja, scheiße. Ja. Celine, ich hoffe, du kennst die Spielregeln. Ja. Erklär sie uns bitte. Also, wir haben eine Schüssel mit 10 Begriffen. Mein Bruder zieht die gelben, ich ziehe die weißen. Voll falsch, egal. Erst, nein, das geht nicht. Nein, ich glaube, du sollst es lieben. Okay. Okay. Los geht's. It's life. Okay, wir beginnen. Aber sowas gehört rein. Und überlacht ja. Aber sowas gehört rein, Mann.